Hallo liebe Leute, hier ist euer Chojin und ein drittes Jahr ist vorbeigegangen. Boah, das letzte Jahr ist wie im Flug bei mir vorbeigekommen. Viele haben es ja mitbekommen, nee, ich bin Vater geworden. Meine Tochter wird am 15. Februar ein Jahr alt und die letzten 11,5 Monate sind wie im Flug bei mir vorbeigegangen. Ich habe kaum Schlaf gefunden, was auch damit zu tun hatte, warum ich so wenig Videos natürlich machen konnte. Hat viele Abonnenten dazu getrieben, natürlich auch den Kanal zu verlassen, was mir aufgefallen ist. Aber es kamen auch viele neue wieder dazu. Und bin aber auch dankbar allen, die bei mir geblieben sind. Vielen, vielen Dank. Die netten Kommentare auch, die da waren, fand ich sehr schön. Der ein oder andere wird es auf jeden Fall gemerkt haben, in den letzten 2 Monaten wieder was mehr Zeit. Die Tochter schläft durch und da hat sich wieder mehr Zeit. Sind halt für mich da und deswegen sind auch wieder wesentlich mehr Videos zu sehen von mir. Ich bin total wieder im Retro-Fieber. Das hat sich ja bei mir nie geändert. Ich liebe halt die alten Titel, ist halt meine Kindheit gewesen. Und selbst mit 37 Jahren bin ich halt noch ein Riesenfan von diesen ganzen alten Spielen. Auch wenn ich die ganzen Bombast-Spiele hier, so also mit Hammer-Grafik und total fetten Sound und das mag ich natürlich auch alles, ganz klar. Aber die alten Games, die hatten irgendwas, da komme ich nicht von los. Das ist Nostalgie und ist einfach cool. Auch bestimmte Soundtracks, die einfach so sind, wenn ich hier so Might Magic sehe oder sowas. Aber genug davon, wie geht es weiter mit dem. Ach so, ja, ihr habt ja mitbekommen, ich habe in den ersten 2 Jahren so um die 4000 Videos geschafft. Das waren ja 3980 oder sowas, ich weiß nicht genau. Und im letzten Jahr waren es nur, ich glaube, 450 oder so. Ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt sind. Also es sind viel, viel weniger. Die Zeit war nicht da, wegen Real Life. Es ist halt so und das geht halt vor. Jetzt ist wieder mehr Zeit. Das freut mich. Habt ihr gemerkt in den letzten 2 Monaten. Und ich bin mit dem. Zack, Entschuldigung, das war eine Info zu früh. Bei Drakensang Teil 1 durch. Das sind jetzt noch ein paar Videos, die folgen werden. Ich glaube, es waren 176, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen läuft das aus. Mit dem Spiel durch. Endlich. Mir fehlt also nur noch ein einziges der 12 oder 13, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube 12. Nee, 13, glaube ich. 13 Schwarze Auge Spiele. Dann habe ich alle geletsplayed. Und freue mich auch auf Drakensang 2, würde aber gerne vorher den, da ist jetzt so, ich glaube, 3 Jahre, ich glaube, sie haben 3 Jahre dran gewerkelt von Fans, so ein weiteres, ja, ein Mod-Add-on, sage ich jetzt mal, ist da rausgekommen, wo die Story genau am Ende von Teil 1 weitergeht. Soll ziemlich geil sein, toll, komplett synchronisiert mit 50 Leuten oder was weiß ich, von Fans und so, hatte auch überlegt, da mitzumachen, wurde auch gefragt im Crystals Forum, manchmal ein bisschen Werbung, schönes Schwarze Auge Forum, da mitzumachen, aber die Zeit ist halt einfach nicht da gewesen, so und deswegen habe ich mich da nicht gemeldet, um irgendwelche, ja, Sprechrollen zu machen. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Ding. Hab ein Problem, ich krieg's irgendwie nicht zum Laufen, ich hab's schon gedownloadet, man kann es ganz umsonst kriegen. Und muss mal schauen, wann ich das hinkriege, wie ich das machen werde und wann überhaupt. Da muss man schauen. Aber ich würde es gerne vor Teil 2 machen, weil sich da halt wieder was ändert. Dann sind wir ja endlich bei Gabriel Knight 2. Ihr habt es mitbekommen. Ich bin ja ein totaler Fan von dem FMV-Titeln. Das sind ja so um die 50 Spiele gewesen, die so zwischen 1992 und 99 so im Dreh gekommen sind. Und die würde ich gerne irgendwann alle mal haben. Und Gabriel Knight ist halt einfach eine Hammer, Hammer Story. Also ich habe das Spiel jetzt gesuchtet wieder. Also ich kenne es ja von früher, vor 22 Jahren. Aber die einen oder anderen werden es in den ersten paar Videos schon gesehen haben. Manchmal hänge ich da 15, 20 Minuten, komme nicht mehr weiter und weiß nicht, woran liegt es. Und dann geht es doch weiter. Das ist ja diese Genugtuung beim Point-and-Click-Spiel. Und es muss schon lange was nicht passieren, sage ich mal, dass ich dann zu. Ich bin so ein Feind von Komplettlösung, dass ich dann da danach schaue oder sowas. Aber wenn sowas passiert, sage ich das ja auch. Aber das könnte den einen oder anderen was abschrecken, wenn ich dann da so ein ganzes Video da am Rumrätseln bin oder per Trial and Error rumklicke mit den Gegenständen, wie kann ich was kombinieren oder dergleichen. Aber so ist das halt bei mir. Und es ist ja auch nicht ganz blind, weil ich es halt vor 22, ich glaube es war 94, ja, vor 22 Jahren durchgespielt hatte.
Hab mich total gefreut, wie gesagt, total gesuchtet und hab's jetzt wirklich in ein paar Tagen, also in einer guten Woche, durchgedaddelt. Das sind auch recht viele Folgen noch, die kommen werden, aber es hat sau Spaß gemacht und die Story hört so ziemlich zu dem Besten, was es im Point-and-Click, also im Adventure überhaupt gibt. Sollte man wirklich mal gesehen haben. Der erste Teil war ja auch schon super. Viele konnten sich mit diesen Bildsequenzen, also diesem FMV, gar nicht anfreunden. Verstehe ich auch, die dann mehr so Grafiktitel mochten, wie dem ersten Gabriel Knight oder so Monkey Island und dergleichen. Aber ich war immer ein Fan davon, hab da ja auch ein paar Spiele schon gemacht, wie Phantasmagoria und so. Und das werdet ihr auf jeden Fall in nächster Zeit jeden Tag ein Video sehen. Dann habe ich, weil ich jetzt fertig war mit den beiden Spielen, brauchte ich irgendwas zum Daddeln und ich habe halt wieder mehr Zeit. Ja, da habe ich gedacht, mein Gott, fast 2 Jahre Pause. Eye of the Beholder 2, super Spiel, hat mich auch direkt wieder gesucht, das hat mich total gepackt, habe jetzt richtig viele Folgen schon gemacht, macht sau Spaß. Da muss ich jetzt mal anfangen zu rendern und die ersten hochzuladen, weil es ist auch echt super cool wieder und freue mich, dass es mit der Truppe weitergeht, aber fast 2 Jahre Pause hatten auch, ja, wo ich dann nach und nach in den Folgen gemerkt habe, ach ja, so geht das ja noch, da ist schon wieder ein bisschen was rausgekommen. Es gibt da ja auch diesen nicht Level Editor, diesen, dass man mit Karten sieht, es gibt ja keinen Automap und den habe ich wieder nicht genutzt, genau wie im ersten, was auch, weil ich ihn nicht so gut wie den ersten Teil kenne, zu einigen Problemen wieder mit Sucherei geführt hat. Aber ich kann das ja ganz gut so. Ich habe ja diese ganzen Shooter gespielt, da so Doom, Wolfenstein, was da alles gab und da gab es ja dann teilweise auch keine Karten und da kann man sich ganz gut orientieren. Das ging ganz gut, ja, und schlecht. Das seht ihr dann. Aber das, ja, das macht richtig, richtig wieder Spaß, das Spiel. Dann habe ich mir überlegt, weil ich ja gerne die FMV-Titel mag, dass ich ein Spiel spiele, was ich nie gedaddelt habe und was ich immer wieder mal anschauen wollte. Das ist The Ripper oder Rippers einfach nur. Das geht um einen Serienmörder im, ich glaube, 2040 in der Zukunft. Das ist ein Reporter. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Das ist auf jeden Fall Christopher Walken. Spielen mehrere bekannte Schauspieler mit. Also professionelle diesmal. Das ist ja auch seltener bei den Titeln, die zu den Computerspielen da gewesen sind. Und die halt mit so Filmsequenzen waren. Da freue ich mich richtig drauf. Muss aber dabei sagen, kann das ja auch aus Zeitungsberichten und da weiße in Foren schon gesehen, die immer wieder mal darüber geredet haben, das soll wohl bock schlecht gemacht sein, was die Rätsel betrifft. Man hat richtig, richtig Probleme, irgendwie da was zu finden, die da Hinweise drauf geben, das ist von vorne bis hinten, hat das keinen Hand und Fuß und ohne Komplettlösung soll das eigentlich nicht machbar sein. Es gibt nicht viele Rätsel, aber wir werden es ohne versuchen, vielleicht auch mit eurer Hilfe. Ich weiß es nicht genau, weil ich kenne es ja halt nicht. Und freue mich aber trotzdem ziemlich drauf, besonders weil die Story super wieder sein soll. Und das ist eigentlich das Wichtigste beim Adventure, finde ich, Story. Na, Rätsel hören natürlich auch dazu. Da müssen wir mal schauen, wie wir da vorankommen. Wenn ich das nicht schaffen sollte, ich mache es ungern, Komplettlösung, aber es bringt euch nichts, wenn ich euch 5 Stunden zeige, wie ich beim Spiel nicht weiterkomme. Da werde ich dann vielleicht mal zum Guide greifen. Da gibt es einen auf Englisch. Ich habe schon ein bisschen gegoogelt und da müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht genau. Aber es soll bock doof schwer gemacht worden sein. Also dass man da einfach nicht drauf kommt. Wir schauen uns erstmal an, wie das laufen wird. Und wenn es. Ich bin ja nicht gerade unerfahren. Ich habe so ziemlich, weiß nicht genau, wie viele hunderte von Adventuren durchgedaddelt. Und das ging auch alles ohne Komplettlösung. Deswegen wird das schon irgendwie klappen. Aber wir müssen mal schauen. Das war's eigentlich. Ich weiß nicht, was da noch in diesem Jahr folgen wird. Ich habe ja die letzten 2 Jahre immer wieder so Umfragen gemacht, was wollt ihr gerne für Spiele sehen im Jahr. Da die Zeit nicht da war, konnte ich manches nicht schaffen, was gewünscht worden ist. Da war ja zum Beispiel das Crysis 2, wollten sie gerne sehen, Shooter. Hab länger keinen Shooter gemacht, stimmt. Werde ich vielleicht auch nochmal wieder machen. Aber momentan erstmal wieder ein paar Retro-Spiele. Und dann schauen wir mal weiter. Es sind ja noch ein paar Titel noch in der Warteschleife. Ach ja, Divinity Original Sin. Oh Gott, ja, das ist. Da müssen wir darüber reden. Ich hatte ja mit dem GW-Mod, netter Mensch, mag ihn echt gerne und mag auch seine Let's Plays und dergleichen.
Darum will ich nicht irgendwie schlecht über ihn reden. Das ist das Problem, er konnte ja wegen Real Life das nicht mehr weiter daddeln und wir hatten, glaube ich, 170 oder mehr Videos, keine Ahnung, zusammen, Let's Play Together gemacht. Ich fand das Spiel ja echt super, weil das auch so wie bei den Retro-Spielen halt war. Da ist ja jetzt wieder so eine neue Welle, da wollten wir es unbedingt daddeln. Da kommt jetzt bald der zweite Teil. Würde ich natürlich gerne Let's Playen. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wie der erste endet. Und das kann ich nicht machen. Aber ich habe mich jetzt ein Jahr lang nicht daran gewagt, weiter das Solo zu spielen, weil ich so gefrustet war, dass wir das Let's Play nicht beendet haben. Weil ich bin ja einer, der gerne Spiele beendet. Und da jetzt nicht an der Stelle weiterspielen kann und ganz weit vorne wieder anfangen muss. Und das alles gerade erst gesehen habe und nicht direkt wieder spielen wollte. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Ja, ich müsste mich mal ranwagen. Da muss man mal schauen, wann das kommen wird. Ansonsten vielen, vielen Dank an all die bei mir geblieben sind auf dem Kanal, die weiter meine Videos gerne auch schauen. Und ja, wir sehen uns online. Bis demnächst, euer Chojin.